Und dann gab es sozusagen diese Anekdote, die sagte, dass Mütter ihren Kindern angedroht haben, wenn sie eben mal nicht artig waren. Also wenn du jetzt nicht artig bist, dann schicke ich dich ins Bauhaus. Ja? Also soweit ging das. Das heißt, dieser Kulturkampf zwischen den traditionalistischen, sagen wir mal auch konventionellen Szenarien und den Avantgardisten, die so auch vom Dadaismus herkamen und eben entsprechende Feste gefeiert haben, entsprechend unkonventionelle, damals völlig kritisch betrachtete Lebenspraktiken hatten, ja, dieser Konflikt war ziemlich massiv. Und der ist ja auch heute nicht wirklich weg. Das Bauhaus wird durch die Presse gezerrt, angeprangert. Wegen der künstlerischen Qualität des pädagogischen Konzeptes. Öffentlich beschimpft und geschmäht der Bauhausdirektor. Von konservativen und rechten Kräften als linke Schule verunglimpft, entbrennt ein Kulturkampf. Den verliert das Bauhaus. Hohe Verluste in den Bilanzen, chronischer Geldmangel, geringer Absatz der Werkstattprodukte. Die thüringische Landesregierung antwortet mit drastischen Budgetkürzungen. Gropius und seine Mitarbeiter müssen aufgeben. Das Bauhaus ist gescheitert. In Weimar. In Dessau bietet sich Walter Gropius die Chance, ein eigenes Schulgebäude zu errichten. Walter Gropius war durch sein eigenes Programm verpflichtet, eine Glanzleistung abzuliefern. Also Sie finden hier in diesem Gebäude abgebildet die ganzen Lehrprinzipien und Ziele des Bauhauses. Also insofern ist das schon eine besondere Einrichtung. Und es ist halt auch eines der ersten Schulgebäude in dem, ich nenne es mal jetzt bewusst etwas salopp, Stil der Moderne. Stahl, Glas, Beton, die Insignien neuen Bauens. Markant benutzt Gropius diese drei Grundmaterialien. Das Gebäude ähnelt einem Industriebau. Metapher des Architekten, hier werden Gestalter für die Wirtschaft ausgebildet. Architekten, Städteplaner, Soziologen arbeiten heute in einer der ehemaligen Werkstätten. Das Bauwerk im Besitz der Stiftung Bauhaus Dessau, die es unterschiedlich nutzt. Als Büro, Bibliothek, Museum, für Workshops etc. Vielfältig wie die Nutzung, das Farbkonzept. Gropius hatte ja selber schon, als er nach seiner Lieblingsfarbe gefragt wurde, gesagt, es ist bunt. Also dieses Gebäude ist extrem bunt. Es sind auch nicht nur die Grundfarben rot, gelb, blau, und nicht Farben weiß, schwarz oder grau. Also wie man so sich daran erinnert fühlt an den Kandinskyschen Farbtest mit Form und Farbe. Es sind eigentlich sehr, sehr reiche Farben, sehr, sehr tiefe Farben und auch zum Teil gebrochene Farben. Und es ist halt auch experimentiert worden. Man hatte darin auch keine Erfahrung. Und wo konnte man es auch besser machen als im eigenen Gebäude mit der eigenen Werkstatt für Wandmalerei? Thank you.
Sie wollen endlich bauen, die Bauhäusler in Dessau, bei der ansässigen Industrie Fuß fassen. Zum ersten Mal gibt es eine Architekturklasse an der Schule. In Dessau fühlen sich die Bauhausmeister und ihr Chef angekommen. Vorerst zumindest. Die Ära Gropius, ein spezielles Kapitel der deutschen Avantgarde. Walter Gropius als Gründungsdirektor war ein sehr, sehr guter Moderator und auch als Primus inter pares tätig. Er kam aus einer großbürgerlichen Einstellung des 19. Jahrhunderts, was Sie zum Beispiel auch abgebildet finden an der Aufbau der Meisterhaussiedlung. Vorne das Einzelhaus ist die Villa vom Direktor. Dahinter kommen seine wichtigen ersten Offiziere aus der Weimarer Zeit, die Altmeister, in Doppelhäusern untergebracht. Und die Jungmeister, die den Hauptteil der Lehre gemacht hatten, waren dann hier im Atelierhaus untergebracht. Die Meisterhäuser, eine Art Kür, die Visitenkarte für moderne Raumgestaltung. In einem Film erklärt Gropius, welche Idee dahinter steckt. Modernes Bauen, moderne Räume, moderne Menschen. Zwei Familien bewohnen jeweils ein Meisterhaus. Manche ergänzen sich künstlerisch, andere schließen sich aus. Das ist Konzept. Katja Schimschak führt Besucher durch die Meisterhäuser. Sie weiß, bei der Gestaltung der Innenräume gab es viele Freiheiten, etliche Entwürfe, zahlreiche Ideen, manchmal jedoch nur eine Lösung. Jeder durfte hier seine Farbgestaltung auch selber wählen und Breuer schlug Muche eben vor, ein schwarzes Schlafzimmer, also das Zimmer schwarz zu streichen, mit dem schönen Argument, schwarz sei die Farbe des Schlafes und man könne dort besonders tief und erholsam schlafen. Und Muche war erst so wenig angetan von der Farbe schwarz als Schlafzimmer. Also es gibt immer wieder schwarze Wände in allen Häusern auch, aber Schlafzimmer ist ja doch schon ein Schritt. Und wollte lieber so dunkelblau, was Breuer abtat als romantische Hirtenjungenfantasie. Goldene Wände liebten beide, Wassily Kandinsky und seine Frau Nina. Ihre Inneneinrichtung allerdings konterkarierte sämtliche Bauhausprinzipien. Wie den Anspruch, diese Prinzipien selbst zu leben. Meisterhaft, im wahrsten Sinne des Wortes, das Atelier. Arbeitsraum und Refugium. Paul Klee wohnt und arbeitet direkt neben Kandinsky. Die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Privat wie professionell. Künstlerische Gegenpole zusammenführen. Absicht und Methode des Bauhausdirektors Gropius. Ein Prinzip, das er ein Leben lang vertreten wird. Und das ist aber eben genau das Spannende am Bauhaus und auch an dieser Reihung, die wir ja hier mit diesen Doppelhäusern haben. Es war ein Direktorenhaus und 6 Doppelhaushälften. Dort einfach auch die Leistung von Gropius, so ganz unterschiedliche Charaktere ans Bauhaus zu rufen und hier auch zu halten über so eine lange Zeit. Und es sollte natürlich befruchten, also man sollte sich austauschen, man sollte sich auch streiten, nenne ich es jetzt mal unter Anführungsstrichen, also schön argumentieren und aber auch weiterhin so seine eigenen Sachen vollführen. Die Reihenhäuser der Siedlung Dessau-Törten, Pflicht des Bauhauses. 314 Einfamilienhäuser für das sogenannte Stehkragenproletariat, Arbeiter mit festem Einkommen. Die Siedlung ein soziales Projekt. 10.000 Reichsmark pro Haus- und Gartenparzelle musste jede Familie aufbringen. Innerhalb von 80 Jahren.
Die letzte Rate wäre demnach 2008 fällig gewesen. Bernd Eichhorn betreibt eine Pension in Dessau-Törten. Im Haus am Kleinring 5 übernachten Gäste aus aller Welt. Bauhaus pur erleben, das fasziniert. Besucher wie Vermieter. Eichhorn führt jeden, der will, durch die Welt des Walter Gropius. Auch durch dessen Vorstellungen von Kochen, Küche, Hygiene. Wir befinden uns jetzt in der Kochküche. Die Kochküche ist blau gestrichen, dunkelblau, in der Hoffnung, dass man dadurch die Insekten ein bisschen draußen hält. Ist angelehnt worden an die Küchen, sagen wir, im Mittelmeerraum und auch in allen Ländern. Und vielleicht ist es interessant zu wissen, dass die Militärzelte in Frankreich auch blau sind. Und nebenan hat Gropius die Kochküche, neben der Kochküche die Spülküche konzipiert. Er wollte aus hygienischen Gründen trennen zwischen sauber und unsauber, kochen und abwaschen und kochen. Also zwei Küchen in diesem relativ doch klein beengten Haus. Klein, aber mein, die Devise damals. Das Haus konzipiert für 4 Personen, die typische Kleinfamilie. Wir befinden uns jetzt im Obergeschoss des kleinen Ringes 5. Hier ist das Schlafzimmer, das ehrliche Schlafzimmer, gestaltet nach den Originalfarbgebungen, wie es damals original übergeben wurde. Und nebenan ist das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer ist ebenfalls in diesem Farbton gehalten. Und wie Sie sehen, sind diese Farben zeitlos schön und erfüllen alle Voraussetzungen des heutigen Wohnens, nach meiner Meinung. Zu jedem Haus gehört ein Garten plus Stall. Die Bewohner sollten sich mit Obst, Gemüse und Kleinvieh selbst ernähren. Das ist verbrieft. Alles andere nicht. Aus Geschichten werden Legenden, aus Legenden werden Mythen und die Mythen sind in den Köpfen der Menschen dann nicht mehr auslöschbar. Einer solcher Mythos ist, dass Gropius auch als Gartenplaner tätig war oder Gartenarchitekt und vorgesehen hat, in jedem Garten einen Apfelbaum und Nussbaum zu pflanzen, damit Weihnachten die Kinder was unter Weihnachtsbaum hatten. Aber das, wie gesagt, ist ein Mythos. Wenn jeder Bewohner 1926 bis 28 sich in Walnussbaum gepflanzt hätte, wäre mittlerweile die Siedlung der Saarstädten einer der größten Walnussproduzenten Mitteleuropas. Das Baukastenprinzip der Siedlung immer noch zu erspüren. Vieles andere veränderten die Bewohner. Mit den Flachdächern mussten sie leben, aber Fenster, Türen, Fassaden wurden angepasst. Dem Geschmack ihrer Besitzer.